Guten Abend, Freunde der Vlogs. Ich habe ja gesagt, ich habe noch mehr Dinge bestellt und die werde ich jetzt mal unboxen. Ganz unspektakulär einfach, weil ich zurzeit viel mehr Vlogs mache als alles andere. Ja, gibt immer mal ein Hoch und ein Tief auf diesem Kanal. Und ja, als erstes werde ich das hier unboxen. Ich habe von Easy Egg einmal eine Powerbank bestellt zum Laden meiner Kamera und einmal eine Taschenlampe, denn wenn ich wandern gehe, werde ich viel im Dunkeln unterwegs sein. Und ja, ich weiß nicht, was wo drin ist, deswegen werde ich jetzt einfach mal auspacken. Ich denke, das hier ist aber die Taschenlampe. Und während ich das mache, werde ich mal erzählen. Ich war eben draußen zum Löwenzahn pflücken für meine Hasen und da steht so ein junges Paar, ein junges Mädchen, also eine junge Frau, circa im Alter von, weiß ich nicht, 17, nee, 16. Der Typ hat gesagt, sie sei 15, sie sah aber schon älter aus. Und er war definitiv älter, so 18, 19, 20. Bisschen groß, bisschen muskulös, schien ein bisschen betrunken zu sein und hat sie die ganze Zeit angepöbelt. Und ja, das ging so weit, dass sie sich bespuckt haben, er sie geschubst hat. Sie hat mehrmals laut gesagt, lass mich in Ruhe. Und er hat dann immer wieder gesagt, na was denn, ich schubs dich doch nur. Ich schlag keine Frauen, ich schubs dich nur. Und oha, oha, oha. Ja, ich bin dann eine ganze Weile noch hinterhergelaufen. Es sind auch viele andere Leute vorbeigegangen, die sind aber tatsächlich nur vorbeigegangen. Ein anderer hat sich noch hingesetzt und hat geguckt. Allerdings ist der Typ dann ziemlich laut geworden und hat rumgeschrien, hey, Gaffne, so ist es, komm ich vorbei und schlag dir auf die Fresse. Und ich stand so um die Ecke rum, deswegen hat er mich nicht gesehen. Als ich dann auch wieder um die Ecke rumkam, um offensichtlicher zu schauen, nachdem sie dann wieder einmal gesagt hat, lass mich in Ruhe. Und ich kurz davor war einzuschreiten, ja, sind sie dann weitergegangen. Das Ganze schien weniger ernst zu sein, als es aussah, als so ein typischer jugendlicher Konflikt. Allerdings war mir das doch zu heikel, da ja doch in letzter Zeit sehr viele Dinge passieren, gerade hier in Chemnitz in der Innenstadt und ich das erste Mal live dabei war. Ich hatte allerdings mein Handy nicht dabei und deswegen bin ich dann ganz schnell mit meiner Tüte voll Löwenzahn nach Hause gehuscht, habe mein Handy geholt, habe eine meiner Arnis-Stöcke eingepackt, nur für den Fall, dass ich tatsächlich in einen Konflikt gerate und ja, bin dann wieder hin, wo sie als letztes waren. Da waren sie aber nicht mehr. Ich habe den Typen aber, glaube ich, von Weitem war ich der Meinung, das ist der, noch alleine laufen sehen. Und die Polizei kam dann auch gerade die Straße vorgefahren. Also entweder hat einer von den Passanten, die es gesehen haben, die Polizei alarmiert und die sind da schon vorbeigefahren und haben die beiden getrennt. Oder sie haben sich selbst getrennt. Ich hoffe auf jeden Fall inständig, dass es nicht zu einer Auseinandersetzung kam. Aber ich bin mir zu 80% sicher, dass der Typ, den ich dann dort alleine gesehen habe, dass das der Typ war und die Frau, das junge Mädchen, die junge Frau, das Mädchen war nicht mehr da und ja, was ich sagen kann, Leute, ihr habt echt keine Ahnung, wie das in so einer Situation ist, wenn ihr noch nie in so einer Situation wart. Ich war ja auch schon mal in der Situation, wo ich selber angegriffen wurde und ich mache jetzt seit 5 Jahren die Kampfkunst Combat Arnis im Verein einmal die Woche eine Selbstverteidigungskampfkunst und ich kann euch sagen, das nützt absolut gar nichts. Ich war in der Situation, als das Mädchen das erste Mal gerufen hat, lass mich in Ruhe und er sie geschubst hat, habe ich überlegt, okay, jetzt müsstest du eigentlich einschreiten und zumindest hingehen und was sagen, aber da das wahrscheinlich den Konflikt nur angefeuert hätte, habe ich weiter Abstand gehalten und in der Situation, wo man sich denkt, okay, jetzt schreitest du ein, wird man echt mega nervös und ich habe voll den Puls bekommen und habe gedacht, okay, du bist jetzt nicht gut, zurzeit bin ich auch nicht in Topform, aber ich meine, ich bin ein bisschen muskulös, ich kann ein bisschen Kampfkunst und trotzdem war mir klar, wenn der Typ auf mich losgeht und auf mich einschlägt, dann ist Kampfkunst scheißegal, dann muss ich irgendwie ausweichen und eingezielten Treffer landen. Also, wenn ich Kickboxer gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich weniger Angst gehabt, denn was ich aus Erfahrung sagen kann, ist Kick- und Thai-Boxen ist wirklich die einzige effektive Kampfkunst, abgesehen von MMA natürlich, wobei auch da größtenteils ja Schläge ausgeteilt werden und Tritte aus dem Kick- und Thai-Boxen, was auch, ja, wirklich das Ganze bestätigt. Jede Kampfkunst, die möglicherweise einer von euch macht und wie auch ich, Karate, Judo, Jujutsu, alles völliger Bullshit, wird in einer realistischen Situation, insofern ihr das keine 20 Jahre macht und so ein Großmeister wie Bruce Lee seid, nichts nützen und selbst dann wird ein realistischer Kampf nur aus Faustschlägen und Tritten bestehen. Irgendwelche Hebel oder anderen Techniken, Würfe, also Leute, sind wir ehrlich, das bringt alles nichts und ist viel zu riskant, insofern ihr wirklich kein absoluter Profi seid, der das seit 20 Jahren täglich unter realistischen Bedingungen übt. So, jetzt bin ich fertig mit meinem Unboxing und werde direkt mal was dazu sagen, was ich online nicht gesehen habe, nämlich, dass das hier keine normale Batterie ist, sondern ein Akku. Also, das wusste ich echt nicht,
weil damit habe ich ein echtes Problem, weil ich wollte natürlich einfach Wechselbatterien für die Taschenlampe mitnehmen und das kann ich jetzt nicht. Hier ist das Ladegerät und das Ladegerät hat keinen, USB-Anschluss, das heißt, ich kann den auch nicht an meine Powerbank anschließen und das ist jetzt echt doof, weil ich mich so gefreut habe, dass, ja, die Taschenlampe so billig ist und dass sie auch so eine gute Bewertung hatte und tatsächlich auch im Testbericht online empfohlen wurde. Ah, das ist jetzt echt Mist. Es gab zwar einen Adapter für eine normale Batterie, aber der ist natürlich nicht dazu. Das stand auch da. Und ich dachte mir, was will ich denn für einen Adapter für eine normale Batterie? Das ist schon mal scheiße. Ich werde jetzt trotzdem mal testen, wie hell die Taschenlampe ist, insofern ich sie aufbekomme. Hier hinten geht sie an. Ich schraube einfach. Aha, hier geht sie auf zu schrauben. Nein, das war vorne. Das schrauben wir wieder zu. Ich werde diesen Vlog übrigens komplett nicht schneiden, weil ich so viel Zeit für Schneiden verschwende für diesen Kanal, dass ich das hier jetzt definitiv nicht schneiden werde. Hä? Doch! Hä? Nein, was ist das denn? Das ist dieses Adapterteil, was ich online gesehen habe, was jetzt die Größe einer normalen Batterie hat. Und vielleicht ist das doch das Teil, was man benutzen kann. Aber das ist rundum zu. Wie soll ich denn hier eine Batterie reinstecken? Und das hat... Hä? Also Leute, jetzt bin ich gerade überfordert. Und hier ist auch keine Anleitung dabei, sondern nur so ein Kärtchen. Und ich sehe gerade auch wieder mal gar nichts, weil es schon Abend ist. Und ich hole mal mein Handy und leuchte hier rein. Und wenn ihr euch langweilt, dann tut es mir leid. Der Vlog geht ja erst... sechs Minuten, guckt sich keiner an. Das wird ein 20-Minuten-Vlog. Ja. Okay, die Sprungfeder hier drin ist leicht verbogen. Die biege ich mal eben gerade. So, und ich habe trotzdem noch keinen Plan. Und jetzt spinnt das Handy wieder. Geil. Das ist auch so was richtig Tolles an meinem Handy. Die Taschenlampe geht nicht aus. Oh, Freunde. Wird ja immer besser, der Vlog. Ganz toll. Also Handy runterfahren und weitermachen mit dem Vlog. Ausschalten. Und das bleibt übrigens auch an, wenn ich das Handy ausgeschalten habe. Das Handy ist jetzt aus und die Taschenlampe ist an. Also erzähle ich noch mehr. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das Ding hier aufgehen soll und wie hier... Hier sind noch... Hä? Ich habe keinen Plan, was das ist. Wirklich nicht. Da passt doch keine Batterie rein. Da sind zwei Sprungfedern. Da oben ist auch eine. Verstehe ich nicht. Muss ich den Vlog vielleicht doch schneiden wegen der Handysache hier. Ich packe jetzt einfach mal die Batterie hier. Nee. Leute, das ist doch scheiße. Hier steht doch nicht dran, wo Plus und Minus ist. Also das finde ich gleich dumm. Ich meine, für 13 Euro werde ich sie nicht zurückschicken, aber... Ja, nee, ich bin nicht zufrieden, weil ich keine Bedienungsanleitung habe. Und mein Handy spinnt. So, PIN eingeben. Das kennt ihr alle, mein PIN. Und Taschenlampe aus. So, hätten wir das auch geklärt. Ich weiß jetzt nicht, wie rum ich die Batterie, dieses Ding hier reinmachen soll. Ich weiß nicht, was das ist. Und ich habe keine Bedienungsanleitung. Also erster Kauf schon mal scheiße. Was ich gut fand, ist, dass hier so ein Kopfband dabei ist. Weil das natürlich hilfreich ist. Auch wenn ich gerade keinen Plan habe. Ich weiß nicht mal, wie man das drauf... Aua. So. Und ja, dann kommt da die Taschenlampe rein. Freunde der Sonne. Also, erster Kauf schon mal scheiße, kann ich jetzt auch nicht näher begutachten, weil ich sehe echt schon wieder nichts. Das kotzt mich auch schon wieder an, habe ich gleich schlechte Laune, obwohl ich eigentlich gute Laune hatte heute. So, scheiße weg. Oh, halt, das war die Powerbank. So, jetzt weiß ich auch nicht, ob ich zerstört aussehe. So, packen wir mal die Powerbank aus von Easy Egg. Die sollte hoffentlich so funktionieren, wie es draufsteht, dass ich wenigstens meine Kamera unterwegs laden kann. Hier ist sie. Oh, hier, oh, warte, vielleicht ist hier auch im versteckten Fach noch eine Bedienungsanleitung. Nein, hier ist keine versteckte Bedienungsanleitung. Ganz klar. So, aber hier, oh,
Hier. Powerbank. Aha. Aha. Okay. So groß ist sie. Es ist, glaube ich, die 20.000 mAh Powerbank. Steht es hier drauf. Keine Ahnung, ich sehe echt nichts. Da habe ich echt schlechte Laune, aber gut. Sie sieht schön aus. Boah, die ist echt... Und sie hat auch hier eine Lampe, die jetzt an sein sollte. Aber wahrscheinlich ist sie leer, weil es wäre Quatsch, wenn sie sie voll liefern. Jetzt leuchtet es auf jeden Fall hier, aber die Lampe ist aus. Und das ist auch der Anschalter. Aber es müsste doch der Anschalter für die Lampe sein, weil es ja kein anderer Schalter hier. Gefällt mir auf jeden Fall, voll das hochwertige, schwere Teil. Zwei Kabel, eins zum Laden, eins zum Anstecken. Und ja, nein, zwei zum Laden. Stimmt, das hat zwei Mini-USB-Anschlüsse und ich kann also die doppelt laden oder so. Keine Ahnung. Also wirklich keine Ahnung. Muss ich da mal lesen, wenn ich wieder was sehe. Super Unboxing hier, aber ja, gefällt mir, wenn sie funktioniert. Und jetzt kommen wir zum größten Teil. Das ist mein Einkaufstrolley. Den packe ich jetzt auch mal direkt noch aus. Ich meine, Scheiß vom Tisch. Vielleicht kann ich nebenbei noch irgendwas Interessantes oder Witziges erzählen. Allerdings fällt mir nichts ein gerade. Es war auch auf Arbeit nichts witzig. Doch, gestern, naja, witzig nicht. Ich war ein bisschen überrascht. Gestern habe ich noch von unseren Viertklässlern, die uns ja im Sommer verlassen haben, ein Abschlussfoto gemacht, ein Abschiedsfoto machen wollen mit dem Erzieher, der sie die letzten 4 Jahre betreut hat. Und alter Verwalter, hatten die Kinder sich dumm. Erstens mal wollten sie kein Foto machen, wo ich sage, ey Leute, ihr sollt euch 10 Sekunden, es waren 13 Kinder oder so, mal auf den Fleck stellen und die Fresse halten. Aber, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber die waren echt richtig bescheuert, die Kinder. Dann wollten die Jungs nicht neben den Mädchen stehen, dann wollten sie nicht hinter den Mädchen stehen, haben sich mit einem halben Meter Abstand hinter die Mädchen gestellt. Ich so, ey Leute, so kriegen wir das nicht hin. Dann hat der Erzieher auch noch rumgeschimpft und gesagt, ey Leute, ich will ein Foto von euch. Und ja, im Endeffekt habe ich dann doch noch ein Foto hinbekommen. Wie schön das ist, ist die andere Frage, aber naja. Und ja, ihr seht es hier, ist mein Einkaufstrolley, der macht erstmal einen guten Eindruck. Die Räder sehen ordentlich aus, es sind zwar Plasteräder, wie ich hier direkt sehe, aber das ist ja nicht so schlimm, dass ich hier keine hartgummibereiften Räder habe, das ist ja klar, es ist ein Einkaufstrolley und kein Wandertrolley sozusagen. Ich bin jetzt trotzdem vorsichtig beim Auspacken, nicht, dass ich hier was verbiege, weil bei anderen Trolleys stand bei Amazon zum Beispiel, dass das nicht gepasst hat. Deswegen habe ich dann den bestellt, weil der hatte zwar weniger Bewertungen, aber dafür keine, wo drin stand, dass irgendwas nicht passt. Ja. Die Tasche ist auch schon mal ja, qualitativ, wie so ein ganz normaler Rucksack, würde ich sagen. Ah, über den Geruch haben sich auch sehr, sehr viele Leute beschwert bei diesen Trolleys. Und bei dem war es auch so, dass stimmt drin... Dann, dass er halt chemisch riecht, aber dass der Geruch verziehen würde. Und witzigerweise, immer wenn ich was bestelle, wo online steht, dass es enorm stinkt, habe ich das Teil zu Hause und es stinkt tatsächlich nach einem Tag nicht mehr. Auch wenn da Leute im Internet schreiben, ja, nach 5 Wochen stinkt das immer noch. So, jetzt klappe ich den mal hier irgendwie auf. Aha, jetzt ist er aufgeklappt und man kann ihn hinstellen. Nee, noch nicht ganz. Ach so, die Räder müssen ja noch ran. Ja. Okay, und die Räder werden hier wohl einfach draufgesteckt? Ja, die Räder werden jetzt hier draufgesteckt. Aha. Und sind hier tatsächlich nur drauf? Wollen Sie mich verarschen? Die sind nur drauf. Ah, okay, mit Klick. Klick, Klick, Glück. Und wenn ich das hier hinten reindrücke, kriege ich die vielleicht wieder ab. Weiß ich nicht. Also hier das Rad kann man hier so eindrücken. Ich nehme an, das ist, um das Rad wieder zu lösen, aber da ich das eh nicht brauche, mache ich das jetzt nicht. Jetzt kommt noch das zweite Rad ran, wenn ich den Nippel hier abkriege. Und dann ist mein Einkaufstrolley bereit. So, die Räder drehen sich, ja. Das dreht sich besser. Aber macht nichts, ist ja dann eh Gewicht drauf. Er steht. So, er ist relativ robust und stabil.
Ich würde jetzt natürlich keine. Wir haben natürlich auch eine Belastungsgrenze, die Teile, die online ausgeführt war. Direkt mal so ein Nippel hier abgebrochen. Achso, nee, war nichts. So, jetzt muss ich hier irgendwie noch die Tasche draufpacken. Hier ist noch irgendwas. Weiß nicht, was das ist. Ah, doch, das ist. Nee. Doch, das könnte eine Halterung sein. Ah, nee, das ist ein Tragegurt. Ein Tragegurt, wenn man die Tasche tragen möchte. Und hier haben wir noch was zum Hoch- und Runterklappen. Und hier sind noch so Haken. Genau, da kann man das Ding, glaube ich, an seinen Einkaufswagen hängen dann. Wenn man also im Laden ist, ja, hängt man das so hier einfach vorne an seinen Einkaufs- oder hinten an seinen Einkaufskorb an. So, die Tasche hat einen festen Boden, der aber biegsam ist. Und ja, genau, eine Isoliertasche, die halt, ja, seht ihr es, mit sozusagen Alufolie ausgelegt ist, wo man mit einem Kühlakku Sachen reintun kann, die ein bisschen länger kühl bleiben sollen. Ich denke, die Funktion dieses so ausgelegten Teils wird minimal sein, aber das brauche ich eh nicht. Weiterhin haben wir hier vorne zwei Taschen dran. Das finde ich auch schön. Es gab auch Trolleys. Nee, es ist keine Tasche. Hä? Ist ja gar keine Tasche. Dann ist das vielleicht der, den ich bestellt habe. Genau, es gab nämlich Trolleys, da wurde bemängelt. Aber nee, das ist der nicht, weil der hat ja innen eine Tasche. Es gab Trolleys, da wurde bemängelt, dass der gar keine Tasche hat für Schlüssel oder so. Der hier hat aber, wie gesagt, innen die Kühltasche. Und wozu diese Klettverschlüsse sind, ich habe absolut keinen Plan. Hinten ist ein Klettverschluss. Aber ja gut, wofür auch immer. Ich mache jetzt mal innen hier zu. Ach so, um das da anzubringen. Oh. Ja Leute, ich bin manchmal ein bisschen dumm. So, also, machen wir die Haken. Die Haken kann ich ja gar nicht aufmachen. Hä? Die Haken sind durchgängig. Ach so, die kommen links und rechts. Ah, okay. Und in die Mitte kommt die Tasche. Hier rundherum. Ohne Falte bitte. So. Gehalten wird das Ganze also von diesem Klettverschluss, der auf dem, ah nee, Moment, auf dem ersten Eindruck trotzdem nicht so fest ist. Ja, der ist tatsächlich nicht so enorm fest, dieser Klettverschluss, aber es sollte halten. Wie gesagt, es stand ja auch drin, was die Belastungsgrenze für diese Tasche ist. Und jetzt kommt das hier ran und ich zeige es euch noch, hier, das kommt da ran. Aha, wo ist der Klett? Hier unten ist der Klett. Und hier vorne. Und ich dachte schon, hier sind extra Taschen. Aber ja, wie gesagt, innen hat es ja die extra Tasche. Steht sogar schön nach oben. Die ist sogar, schaut an, die ist ziemlich groß sogar. Also hier passt schon tatsächlich ein Pausenbrot rein. Und ja, das ist mein Einkaufstrolley und mit dem werde ich demnächst wandern gehen, um genau zu sein, in 2 Wochen, insofern nichts dazwischen kommt. Wenn jetzt natürlich, das kann auch noch echt ein Problem werden, wenn ich jetzt am Ferienbeginn den Wetterbericht anschaue und der sagt mir, dass scheiß Wetter wird für die erste Woche, dann weiß ich nicht, ob ich bei schlechtem Wetter loswandere. Das Problem ist, wenn ich nicht in der ersten Woche loswandere, werde ich wahrscheinlich nach einer Woche dann meinen Plan verwerfen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall loswandern, weil ich habe jetzt all den Shit hier gekauft. Also beten wir zu Krishna, dass das Wetter gut wird. Ich teste jetzt mal noch diesen Trolley. Ich stelle euch mal hier irgendwo in die Ecke, wo ihr mich sehen könnt. Hier sieht es auch aus. Heute bei mir liegen Kisten rum. 18, 19 Minuten. Siehst du, ich mache jetzt mit dem Test des Trolleys in der Hand meinen 20-Minuten-Vlog voll. Ob der auch hoch genug ist und ja, wunderbar. So kann ich arbeiten. Perfekte Höhe, würde ich sagen. Also es ist wirklich, man kann ihn hinstellen, man kann seine Sachen reintun. Wie viel ich, wie gesagt, hier Belastung packen kann, weiß ich noch nicht. Aber hier unten steht er ja sowieso auf. Und ja, dann werde ich so wandern gehen. Oben drauf kommt noch meine Isomatte und mein Schlafsack. Und das Zelt dann vorne ran oder hinten ran. Und ja, ich bin gespannt, was das wird. Und verabschiede mich in diesem Sinne. Ich glaube, kein Schwein hat diesen Vlog bis zu Ende angeguckt, weil allein schon das mit der Taschenlampe regt mich echt auf. Weil jetzt muss ich nochmal eine neue Taschenlampe bestellen. Und war so froh. Ich habe Samstagnacht bestellt oder Sonntag, glaube ich sogar. Und heute ist das Zeug da. Es ist Dienstag. Geiler geht's gar nicht. Also
großes Lob an die Verschickung. Uns kam alles zusammen. Das war auch dank an Amazon mal ein bisschen Benzinkosten für den Lieferanten gespart. Und der hat sich die Treppen gespart, beziehungsweise den Fahrstuhl, bla bla bla. Aber das mit der Taschenlampe ist echt kacke. Das muss ich jetzt mal sehen. Und ja, lass Karten falten, bis zum nächsten Mal. Wow, euer Aprilbär.